Ein Zombie-Villager. Und ein normaler Zombie. So, jetzt habe ich Level 15. So, Ich sieht habe bei man. 40. Bei 40, nice. So, weil hier ist der Spinnenspawner. Guck dir das mal an, das sieht voll komisch aus hier. Simon. Voll eigenartig, oder? Ist ungewöhnlich, ja. Da oben ist auch noch irgendwas. Ich dachte sich mal, ich brenne einfach ab. Hier muss noch irgendwo was sein. Weiß ich Zombie, nicht. links in der Wand irgendwo. Ja, nicht nur einer, wahrscheinlich ist da ein Spawner oder sowas. Müssen noch hier sein. Also ich höre sie jetzt von rechts. Technisch gesehen wird es auch in der in der Welpenwelt ein End geben, ja, definitiv. Wir lassen den Spawner einfach mal aktiv, wa? Würde ich sagen, ne? Antifreaks. Unter uns vielleicht. Ach, unten, stimmt, genau, da unten. Ja, da sieht es sehr danach aus. Boah, so viele Gänge, das ist unglaublich. Wow! Ich wollte mich hier gerade umgucken, da kommt auf einmal so ein Skelett mir ins Gesicht gegruselt. Gleich kommt von oben wahrscheinlich eine Spinne runter. Noch Fackeln übrigens. Ja, so ein bisschen. Nur was mich so ein bisschen wundert ist, was ist das denn? Wieso ist denn hier eine Fackel Die auf können Stein? hier auch so spawnen, dann quasi von uns aktiviert werden. Dann buggen die so ein bisschen. Die Fackeln. Hatte ich auch schon oft, lol, oft gesehen. So. Hatte ich doch gerade schon beantwortet, X-Kid. Musst du zuhören. Es wird sicherlich irgendwie was in die Richtung geben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wo oder ähnliches. Wir haben da jetzt keins hingebaut für euch. Hier hört sich das so an, als wenn hier auch nochmal irgendwo ein Spawner oder irgendwas ist. Da bin ich wieder. WB. Bibi. Bibi. Oh. So. Boah, wie groß das hier ist. Hey. Hat mich einfach so eine Spinne angekrabbelt. Finde ich aber nicht so nice. Noch eine Axt Wollte dabei? ich angrabbeln. Nee. Auf den Tisch einmal setzen. Oh. Kati hört sich auch so leichtfertig an. Ja, dezent. Ja. Ein bisschen. Bin gerade dabei, die Begrenzung von diesem Eisding da weiterzumachen. Ich habe schon wieder irgendwie sechs Stacks von dem Packeis irgendwie verarbeitet und ich sehe so null Fortschritt. Du hast immer solche Projekte, wo du irgendwie keine Fortschritte siehst, ne? Bei dem Baumhaus ist das das gleiche Es gewesen mit dem ist, wenn ich Blattwerk. fast, wenn ich fast ein Stack hochbaue und du machst wirklich nur so ein einen Stang sozusagen von der Wand und denkst du so, ich muss alles niedrig bauen, ey. Ich mach das nächste Mal wirklich nur so kleine Häuser in Bruchstein oder so. Kommst du mit dem nächsten Monsterprojekt um die Ecke? Ja, wahrscheinlich. Das ist dann noch höher. Mit einem noch seltenen und noch blöder abzubauenden Material oder so. Demnächst baust du einen riesigen Palast aus Smaragden. Obsidian wäre doch schön. Zwar etwas größenwahnsinnig, aber okay.
Es wäre machbar. Ja, Obsidian kann man doch immer wieder herstellen. Also, Ja, das ist schon richtig, aber das Abbauen ist doch das einfach ultra nervige. ja. Stimmt. Ich brauche mehr Packer. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Stacks unten. So, Level 20 habe ich schon, Niki. Okay, cool. Oh, genau ein Stack habe ich noch. Okay, nur noch 10 Level. Oh Mann. Aber dann gehe ich auch. Ey. Ich Ich habe so einen das Gefühl, wenn Spenden-Spawner. ich anfange, Noch einen. Fackeln zu bauen, kommen noch viel mehr Viecher. Als vorher. Verreckt, ihr verkackten Spinnen. Ihr Arachno-Scheißdinger. So. So ist das Dach vom Bahnhof fertig. Niki ist jetzt AFK. Nein. Steht da aber. Ja, weil ich mich nicht bewege, weil ich die ganze Zeit meinen Kisten rumfusel. Rumpf. Rumfuseln. Sie beschmeißt sie mit Wodka. Ich komme hier vor wie in der Rack Attack. Wieso? Spinnen, Wenn ich hier überall jeden. Spinnen. Ja. Ich glaube, wenn Badgie jetzt es schaffen würde, vor mir zu stehen, dann wäre ich erschrocken. Den Schrei hört man wahrscheinlich dann bis nach Wenden. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr geiler Dorsch. Oh! Hallo Creeper. Hallo Creeper Nummer 2. Ups. So. Führe Lava. Aber ich sehe sie nicht. Also ist es mir egal. Ja, zum Glück haben die damals dann das Höhlenspinnengift rausgepatcht. Dass die auch entsprechend wie die Hexen. Ja, früher konnten die Höhlenspinnen einen dann vergiften. Das war richtig gefährlich. Oh, da hinten bist du. Guck mal, lol. Schatzi, X-Kid fragt nach deiner Hilfe. Ja, ist klar. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder sehr viel Kohle. Manche nennen mich auch Sven. Alles klar. X-Kid möchte Sven genannt werden. Das war knapp. Oh, sorry. Wäre sie fast gestorben? So gut wie, ja. Also knapp. Level So. 22. Boah, wie viel das hier einfach ist, wa? Ja.
Aber immer noch keine Diamanten, schon wieder nicht. Nee, noch keine Smaragde, ne? Smaragde hatte ich schon 2 Stück gefunden. Ah. Jetzt ist jetzt nicht die Welt, 2 Stück, aber... Nein. Besser als gar keine, oder? Genau. Oh, ich habe die Außenbegrenzung zumindest schon mal so ein bisschen markiert. Aber wir sind auch für Diamanten, glaube ich, zu hoch. Und wir sind halt auch nicht mehr in Extreme Hills Plus. Sondern in Anführungszeichen nur noch im Biom Ocean. Ich glaube, da findest du nichts. Nee. Hallo, Simon. Na? Wenn das weit genug weg ist, dann kannst du natürlich entsprechend das so groß bauen, wie du lustig bist. Das sollte halt nicht irgendwie den Platz der anderen mit einengen. So. Genau, Level 30 brauchst du. Ja, also genau, stand da jedenfalls. Du brauchst Level 30, damit du die Verzauberung machen kannst, und dann brauchst du ein Level, um das entsprechend auch verzaubern zu können. Also damit ich nicht auf 0, damit man nicht auf 0 weiter runtergeht. Genau, oder? Richtig, okay. Quasi. So, jetzt hören Sie mal auf zu schreien, die Spinnen. Ich habe jetzt auch Level 20. Jo. Sehr gut. So. Bring dann jetzt erstmal den Kohlevorrat ein Stück weit zurück. Insofern ich das finde. Oh, hier gucken. Sie eigentlich meine ganzen Level, wenn sie mich tötet? Nee. Krieg gar keine Level. Ich wollte sagen, sie kriegt gar keine Level. Oder wenn ich sterbe? Dann gehen, sind die weg? Die liegen rum, was dann irgendwie 6, 7 Stück oder so. Ja, du kriegst nur einen Bruchteil davon. Um das zu verzaubern, muss ich dir meine Spitzhacke geben und du musst das verzaubern. Oder so. Ja, das geht so nicht auch, das wäre wahrscheinlich effizienter. Ja. Ich wollte gerade sagen, statt zu töten und zu gucken, sondern ich gebe dir das Ding einfach und du kannst es verzaubern. So einfach als kompliziert der Ding. So. Perfekt. Oh, eine Ofenkartoffel. Oder will er einfach nur eine Kartoffel? Ich habe normale Kartoffeln da gehabt und Ofenkartoffeln. Ja, und der Zombie auch. Ja, ist doch schön. Kein Netz vom Zombie. Ja, manchmal sind die auch nett. So.
Man findet hier dauernd neue Gänge. Ja. Boah, ich klatsche die Maus demnächst gegen die Wand. Ah, hier ist eine Kiste in der Lore. Boah. Und es ist ein Diamant drinne. Ich habe eine gigantische Schlucht gefunden, unterirdisch. Okay. Und ich sehe gerade auf einen Blick Lapis, Gold, zwei, drei Creeper, Kohle. Also alles, was das Herz begehrt. Ja, wie gesagt, jede Menge Lapis, Lava. Ich sehe einen Creeper, der mich versucht heimlich anzugucken. Für alle, die im Stream sind, die sehen das. Ich sehe dich, Mann. Das war jetzt einfach nur strange. Das war nicht mal creepy. So, ich bin von unten hochgekommen, genau hier. Da müsste ich, da ist die Lava, da müsste ich, glaube ich, hier wieder lang. Ich werde den Weg so oder so. Oh, hallo. Unseren Weg müssen wir wirklich irgendwie kennzeichnen, weil ich glaube nicht, dass wir den sonst wiederfinden werden. Also ich meine, so wirklich, wir werden den nicht wiederfinden. Ich bin jetzt angekommen an dem Weg, den wir nicht wiederfinden. Hast du einen Ausgang gefunden? Ja, also da, wo wir halt hier reingekommen sind. Das habe ich gefunden. Okay. Vielleicht werde ich auch noch fündig. Das war schon stark bezweifelt. So, also ich habe, wenn du einen Gang findest, wo einfach übertrieben viele Fackeln an der Wand sind, dann sieht es schon mal ganz gut aus. Das ist der Spinnenspawner, genau. Nach 2 Stunden habe ich langsam. Wenn du beim Spinnenspawner bist, den musst du im Rücken haben und dann gehst du in dem Raum nach rechts. Ja, aber ich hab's gleich. Sehr viel mehr kann ich dir da leider auch nicht sagen. Ich glaube, ich hab's gleich. Also wir haben über einen Stack Eisen auf jeden Fall jetzt gekriegt. Und übertrieben viel an Kohle. Oh. Ups. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stacks Kohle. Oh. Krass. Und Eisenbarren haben wir jetzt auch auf jeden Fall. Also es hat sich auf jeden Fall schon mal gut gelohnt. Ich werde trotzdem nur mal gucken, dass ich einen, dass ich dann nochmal einen anderen Gang runterbaue, wo ich vielleicht einfach nur ein bisschen Strip meine. Weil wir halt einfach jetzt keine Diamanten gefunden haben, weil wir halt, wir waren im Biom Ozean. Ja. Und ich da selbst im Stone Beach Biom. Bitte? Ich bin gerade im Biom Stone Beach. Hört sich cool an. Und ich brauche auf jeden Fall noch ein paar mehr Kisten. Deswegen, wenn du ein paar Holzsachen mitbringst, das wäre echt gut. Ja, das kann sich genau unter der Bucht sein, ne? Denke ich fast. Nein! Könnte gut sein, ja. Ich habe rotes Glas gemacht, weil ich hier oben einfach schon mal den Bahnhof hingebaut habe für Phil. Zumindest so, wie ich mir gerne vorstelle. Und es hapert an einem einzigen Glasblock. Jetzt muss ich nochmal komplett neu Glasscheiben rot färben, um dann 16 bescheuerte Blöcke zu kriegen.
Ärgerlich. So unnütz. Ah, ich höre dich hochkraxeln. Ich kann heute eh nicht weiterbauen, weil ich habe kein Packeis mehr. Also ich muss wieder, obwohl ich bin jetzt schon 32. Ja. Und was macht Niki? Wenn ich Glück habe. So. Ich glaube, die Truhe ist wahrscheinlich zu klein, kann das sein? Ja, deswegen brauche ich Holz, damit ich hier noch ein paar Truhen hinbauen kann. Holz habe ich hier, ich habe doch alles abgebaut hier. Das hier und das hier. Ja, das reicht auf jeden Fall für ein paar Kisten. Geht da nicht runter. So. Nee. Hier habe ich wieder. Das ist nicht gut. X-Kid, ich würde gerne sagen, storytechnisch muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe One Piece geguckt, hab aber definitiv noch nicht alles geguckt, deswegen bitte nicht spoilern! Ach, du warst da hinten an der Kiste, oder was? Ja. Okay, hier würde ich sagen, packe ich diese komischen Steine rein, jetzt nehme ich das und sortiere das erstmal, hier kommt der ganze Rotz raus. Bruchstein. Also die eine Kiste für Baumaterial, alles für Schätze nächstes Mal? Ich sag mal, eine für Schrott, eine für Baumaterial. Dann lass uns die Kiste hier zwischen den Öfen für Baumaterial nehmen. Ja. Ich packe jetzt hier in Anführungszeichen erstmal halt diese den ganzen Müll rein, ja. Verschiedenen Steine rein. Rechts kommt dann der Müll in Anführungszeichen rein, die Knochen, Eichenzaun und so ein Schrob. So, das sortiere ich dann gleich auch noch. Pfeil raus, braucht kein Schwein da drin. Schneeball, was macht ein Schneeball da, ey? Jeder braucht einen Schneeball. So. Ja, Swifty, das ist es ja. Erik weiß nur nicht alles und mag keine Spoiler. So, Bruchstein, noch mehr Bruchstein. Aber. So, das sieht doch schon ein bisschen sortierter aus. Dann gehe ich mal wieder rüber. Tim, 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 tim. Wie viele. Scheiße, ey. Ups. Verschieden wir auch haben, ne? Ja. Das ist schon mal ganz gut. Ja. So, dann würde ich sagen, das ist auch noch Ziel aus Baumaterial und das ist definitiv Schrott. Ich habe noch Brot gefunden. Ja? Drei Stück. Oh Mann. Andesit, Andesit. Kann untereinander. Bruchstein, sechs Stück. Deswegen, also Kohle haben wir jetzt genug. Man kann nie genug Kohle haben. Ich glaube, irgendwann hat man aber genug. Und ich habe allein schon zu Hause über 2000 stehen. Kohle kann man immer genug haben. Also man kann ja sich auch Holzkohle machen. Na klar, aber wenn ich bedenke, ich dachte mir auch so, jetzt hast du erstmal genug Kohle. Kaum hast du wieder irgendein Projekt am Start, ist Kohle alle. Ja gut, du verbrauchst aber auch viel zum Kochen und so. Nee, zum Kochen verbrauche ich keine Kohle, da brauche ich nur den Werkzeugtisch. Simon? Also ja. Zum Braten jetzt zumindest. Ja, aber so viel Fleisch habe ich ja gar nicht. Wenn du nachher hochgehen solltest und so weiter. Ich habe dir ja den Eiseneimer gegeben. Kannst du mir dann einen Eimer Wasser holen? Ja, den hätten wir unten auch schon holen können, aber habe ich jetzt total vercheckt. Bist du geht's sogar langsam hochgehen? Ja.
Ich schau mal, dass ich jetzt einfach hier mal so einen kleinen Gang wieder nach unten baue, halt Richtung Extreme Hills dann. Aber erstmal hole ich mir Fackeln. Wieso hat Firebugs Avatar nur vier Finger? Oh oh, Niki. Die Avatare haben eigentlich gar keine Finger. Also ich habe denen keine Finger gemacht. Ich glaube, es geht um die bei Twitch. Ich glaube, es geht um die Chibis. Oh, das sind Chibis, das sind, wie gesagt, welche Manga-Figuren. Sind die minderwertig? Nein, aber das ist halt einfach stilistisch so. Mit Eisen kann man Diamant abbauen, oder? Ja. Ja. Gut, wir gleich mal machen. So. Oh, ich glaube, ich werde mal so langsam, aber sicher offline gehen. Ja, ich auch gleich. Ich mache dieses Ding jetzt ja nur. Ich will mich eh nicht weiterbauen und bis ich wieder Material geholt habe, das wäre mir jetzt zu lang. Außerdem bin ich noch ein bisschen kaputt und müde. Okay. Viel Spaß euch noch. Ciao. Kati, mach's gut. Bisschen. Ciao. Ciao. Oh, Lapis. Peace.